Hey, was machen Sachen? Ja, es ist jetzt eigentlich noch nicht Dienstag, aber ich mache einen kleinen Vlog zwischendrin, weil mich ein paar Sachen beschäftigen, die ich jetzt in der Tagesklinik gelernt habe oder gemerkt habe. Und eigentlich primär sind das zwei Sachen. Zum einen Ernährung und zum anderen, dass ich nicht weiß, wie ich meinen Körper bewege. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem spannenden oder spannendsten Klingenden an. Kennt ihr das auch? Gut, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin nicht die größte Sportskanone, aber ich habe gedacht, so ich weiß, wie mein Körper funktioniert, so Arme heben und so weiter. Und ich hatte jetzt die letzten Tage, ist ja jetzt schon Donnerstag, ein bisschen Sport gemacht und hatte auch halt angeleiteten Sport, verschiedene Sachen mit halt Physiotherapeuten und ich habe dann gemerkt, ja, nee, ich habe keine Ahnung, wie ich meinen Körper eigentlich bewege. Wie mache ich das, dass die Schulter, wie kriege ich die Schulter hoch und wie kriege ich die zurück? So manche Bewegungen, da war ich einfach zu blöd für und ich wusste nicht, wie ich meinen Körper bewege, musste erst mal ausprobieren. Gerade mit den Schultern hatte ich große Probleme, die halt, jetzt geht's, ich habe es mittlerweile gelernt, bewusst nach hinten zu ziehen. Diese Bewegung nach hinten war so, hä? Wie mache ich das, ohne dass ich halt die Arme zur Hilfe nehme, sondern von alleine nach hinten, nach vorne das gleiche Spiel. Wie mache ich das? Wie funktioniert denn das? Oder wenn ich die Hände hoch habe, dass ich trotzdem die Schultern bewegen kann, das kriege ich noch nicht ganz hin, dass ich teilweise einfach zu unwissend bin, wie ich meinen eigenen Körper bewege. Da hatte ich jetzt irgendwie die Erkenntnis. Ich habe jetzt halt wieder mehr angeleiteten Sport mit Physiotherapeuten gemacht und das war so ein Ding, so denke ich mir, das kann es doch nicht sein, du müsstest doch eigentlich wissen, du nutzt deinen Körper doch eigentlich jeden Tag, du müsstest doch eigentlich wissen, wie man den jetzt bewegen kann und nee, ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen auch so geht, von allen, von den Menschen, die halt nicht regelmäßig Sport, Yoga oder sonstige Sachen machen, die sich halt nicht so aktiv oder nicht so bewusst bewegen, dass man irgendwie nicht weiß, wie sein eigener Körper funktioniert. Das war eben so WTF, wieso weiß ich nicht, wie das funktioniert? Ich wusste auch nicht, gerade beim Yoga machst du viele Sachen ja mit geschlossenen Augen, dass ich mein Bein verdrehe, dass ich die Knie, also wenn ich das Knie nach vorne zeigen soll, dass ich dann immer automatisch in den rechten Winkel gehe. Habe ich gar nicht für mich bemerkt. Ohne habe es aber gemacht. Generell habe ich eh so ein. Ich bin schief. Ich bin ein schiefer Mensch. Ich bin generell schief. Ja, das wusste ich aber schon länger, dass ich nicht ganz so schief bin. Da waren wir auch schon öfters beim Orthopäden. Ich müsste eigentlich noch Einlagen tragen, weil mir fehlen am rechten Bein, fehlen mir 2 cm am Bein, Körper. Rechts ist 2 cm kürzer, wie links. Normalerweise sollte ich Einlagen tragen. Die habe ich aber nicht so wirklich getragen. Vielleicht sollte ich das mal wieder machen, dass ich wieder gerade stehe. Ja, vielleicht eine Maßnahme, die ich mir doch mal überlegen sollte, dass ich da. Das war aber das war gerade heute, wo man dann halt Yoga, Rückengymnastik und dann noch Sport hintereinander hatten, habe ich gemerkt, so ja. So, what the fuck, ich habe keine Ahnung, wie bewege ich mich. Gerade das Yoga und das Rückengymnastik, so ich wusste einfach gar nicht, wie funktioniert so mein Körper eigentlich. Das fand ich irgendwie ein bisschen absurd. Und zum anderen, ich bin ein bisschen müde nach dem ganzen Sport und Gerenne. Heute war ein sehr vollgeplackter Tag. Und ich habe sehr viel über Ernährung gelernt und ich wusste schon vorher, dass ich so null Plan von einer gesunden Ernährung habe. Was braucht der Mensch zum Überleben? Was ist gut? Was ist ungesund? In welchem Maße brauche ich denn was? Da habe ich, wie gesagt, null Ahnung. Ich weiß, Zucker ist jetzt nicht so gut. Fett ist jetzt auch so, in Maßen, ja, aber nicht so viel. Aber wie viel ist denn zu viel? Obst und Gemüse sollte man essen, aber wie viel sollte man da jetzt wirklich essen, damit es einem gut geht? Was ist jetzt mit Kohlenhydrate? Ja, nein, vielleicht gibt es ja jede Menge Ansätze. Und ich rede jetzt hier nicht von Diät oder sonstige Geschichten. Generell,
was einem hier richtig eingetrichtert wurde, wenn du unter psychischen Problemen leidest, mach alles, nur keine Diät. Schlechte Idee. Generell, Diäten sind immer schwierig. So eine normale Diät, wie man sie kennt, was weiß ich, was gibt es da, dieses Low Carb, ich esse keine Kohlenhydrate oder ich faste jetzt mal eine Woche und trinke nur noch Saft oder Wasser oder solche Geschichten, sind nur temporär und bringen auf Dauer nicht sonderlich viel. Es ist viel, viel besser. Es ist tatsächlich gesünder, einfach eine gesunde Basis zu machen vom Essen. Ich weiß nicht, wie gesagt, so ein gesunder Lebensstil. Nicht unbedingt ein Lebensstil, also gesunde Ernährung ist tatsächlich besser wie jegliche Diät. Man muss halt tatsächlich Leute, die ein bisschen dicker sind. Ich bin jetzt auch nicht hier gärtenschlank. Ich habe auch ein paar Pfunde zu viel, ein paar mehr zu viel vielleicht. Bin ich gärtenschlank. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch nicht von jetzt auf gleich abnehmen ohne Ende. Ist ein schöner Nebeneffekt, wenn es wirklich so sein sollte, aber ist mein Ziel jetzt nicht. Ich will gesund werden oder gesünder werden. Und Körper und Geist, die sind miteinander verbunden, sind mit im Einklang. Und wenn es dem Körper gut geht, tut es dem Geist auch ganz gut. Andersrum ist, wenn es dem Geist schlecht geht, geht es dem Körper schlecht. Das ist das Psychosomatische. Und das ist so ein Kreislauf. Und man muss gucken, dass man an beiden Stellen arbeitet, wenn es einem gerade nicht so gut geht, was halt nicht so einfach ist. Deswegen sind so Dinger wie Reha ganz gut, dass man halt auch einfach mal mitkriegt, wie ist das eigentlich so, wie macht man das, wie lebt man denn so, ja, menschfreundlich, wie lebt man so. Was braucht man? Wie viel Bewegung braucht man und so? Und es ist ein großes Ganzes, was zusammenführt. Und wenn Ernährung gesünder ist oder wenn Ernährung besser ist, wenn Bewegung ein bisschen da ist, dann geht es einem rundum ein bisschen besser. Es fängt nicht nur an, wann wir essen, so diese standardmäßigen 3 Mahlzeiten oder 4 Mahlzeiten, je nachdem, wie man das aufdröseln möchte, sind halt ein guter Anfang, auch ein guter Rhythmus, den man sich aneignen könnte, um eine Gewohnheit reinzukriegen. Was halt auch gerade Leute mit Depressionen, das habe ich ja selber gemerkt, ich hatte komplette Katastrophe, was das angeht. Ich habe vielleicht 2-mal am Tag gegessen, irgendwann morgens, wenn ich aufgestanden bin oder beziehungsweise eher mittags bin, so um 2, 3 sowas aufgestanden, habe dann erstmal schön Schüssel Cornflakes oder schön Brot reingepfeffert. Den restlichen Tag nichts gegessen und dann am Abend so kurz vorm Schlafen gemerkt, ja, eigentlich sollst du jetzt noch was essen, du musst ja irgendwie was zu dir nehmen und du musst Tabletten nehmen. Ich muss ja noch die Tabletten für das Rückenmarkswasser nehmen, das ist bei mir zu viel und das regle ich mit Tabletten. Ja, ich habe eigentlich primär gegessen, dass ich meine Tabletten nehmen konnte, weil diese Tabletten für den Rückenmark, also das Rückenwasserzeugs da, auf nüchterne Magen sind die nicht sonderlich gut für den Magen. Da wird mir schlecht. Ja, und ich habe jetzt dann auch gemerkt, das habe ich schon in der Tagesklinik gemerkt, einfach 3 Mahlzeiten am Tag, das macht schon auch viel mit einem. Das ist so ein geregelter Alltag. Da hat man auch mehr Energie an sich. Und halt einfach, ich kriege auch wieder Hunger. Ich hatte ja die letzte Zeit einfach keine Zeit für Hunger und dann keine Energie für Hunger. Der war einfach nicht da. Ich habe gegessen, weil muss ja, und dann halt auch schön komplett einseitig Cornflakes, Toastbrot, Reis, vielleicht mal Nudeln. Also war jetzt nicht sonderlich gut ausgewogen. Hier und da mal, jetzt gerade, wo es wärmer geworden ist, ein bisschen Obst, mal einen Apfel, mal was Paprika, Karotte, Gurke, was halt so gerade gefunden wurde an oder was mal so mitgebracht wurde. Ja, alles nicht so optimal. Die mir hier arbeiten, also in der Reha habe ich jetzt ein paar Anhaltspunkte, wie man so ein grobes Ganzes machen kann, wie man sich so grob, also es ist jetzt keine 1:1, es funktioniert nicht 1:1 für alle, je nachdem wie schwer ihr seid, wie viel ihr arbeitet etc. etc. zählen da andere Werte,
Das ist jetzt so ein Standard, das habt ihr bestimmt mal gesehen. Ich blende das, wenn ich schlau bin, hier mal ein. So diese Ernährungspyramide. Das ist so ein Leitfaden, so eine Richtung, wo man sich dran orientieren kann. Wie gesagt, je nachdem, nach Situation, wenn man halt wirklich übergewichtig ist wie ich oder halt man arbeitet mehr, man macht halt Fitness etc. Gibt es Abweichungen? Das ist nur so ein grobes Richtwert, wo man sich halt dran richten kann, um irgendwie mal einen Plan zu kriegen, dass man sich vernünftig ernährt. Ich glaube, jedes Haustier kriegt wahrscheinlich eine vernünftige Ernährung, wie ich hatte, mit nur Brot, Reis und Cornflakes. Ich glaube, so eine Hundefutterdose selbst hat mehr Nahrungs- oder mehr Nährstoffe, wie ich mir zugefügt habe, oder komplett falscher Verteilung. Und ich fand das ganz spannend und ich werde mal schauen, ob ich mich dran halte, so ungefähr. Die erste Reihe haben wir hier, weil ihr habt ja jetzt die schönen Bildchen, wahrscheinlich hier die schönen Bildchen. Und wie viele Einheiten, wofür steht jetzt so ein Kasten? So, ich, links, rechts, ich habe hier mehr Platz, ich werde es hier einblenden. Fangen wir unten an, also jeder Kasten steht halt für eine Portion. Wie viel ist denn eine Portion? Unten haben wir Getränke, Wasser, dort kann Wasser sein, das kann Tee sein, Kaffee auch am besten, lustigerweise. Kaffee an sich ist gesünder mit einem Schuss Milch als pur, wegen den Gerbstoffen. Und halt so generell Flüssigkeit, ein Glas, 250 Milliliter, was so ein Standardglas hat, dass man dann so ungefähr auf seine 1,5 bis 2 Liter kommt, dann ist das gut. Alles, das was süß und lecker schmeckt, sei das Säfte, Nektar, Cola, Eistee etc. pp., zählt da jetzt nicht drunter. So Softdrinks, alles wo halt süß ist, egal ob mit Zucker oder mit Süßungsmittel wie, was man halt so mit Süßstoff halt, das zählt da nicht drunter. Süßstoff generell sollte man tatsächlich vermeiden, weil das ganz komische Sachen mit deinem Kopf macht. Weil das Gehirn denkt, wo jetzt Zucker, bereitet sich vor auf, jetzt kommt Zucker, Energie vom Zucker, weil Zucker überliefert ja kurze Energie. Und Hirn denkt sich, wo jetzt Zucker, Zucker wo? Und Zucker kommt nicht. Und schießt jede Menge Hormone und es kann auch hier und da ein bisschen was durcheinander bringen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Diese zuckerfreien Sachen sind mehr eine Alternative, wenn man halt eher Probleme mit seinem Blutzucker hat, sprich Diabetes-Konsorten. Ja, und dann wirklich bleibt bei Wasser. Ich habe jetzt mitgekriegt, weil ich bin auch so, ich trinke eine Flasche Eistee und den Rest vom Tag trinke ich dann Wassertee und das passt schon. Werde ich jetzt anders machen, werde ich jetzt lassen. Ich werde jetzt mal gucken, ich hatte jetzt ausprobiert, sieht man es da hinten in meinem, Glas? Ich habe da noch eine Zitrone und ein Ingwer, also für, fand ich jetzt gut für mich, Zitrone-Ingwer-Mischung mit einfach hier, ich habe ja diese, da ist genau 1 Liter drin. Schnippel ich mir ein bisschen Zitronen und Ingwer rein, das kommt. Das ist auch erfrischender, wie tatsächlich dieses ganze Süßzeug, habe ich gemerkt. Ich dachte immer, ja, es schmeckt halt besser, es fühlt sich erfrischender an und immer nur Wasser ist ja auch kacke. Ganz ehrlich, immer Wasser ist doof. Dann ist sowas halt besser. Oder wenn man sich halt diese Sirups holt und dann halt in geringer Konzentration, dass man halt wirklich nur ein bisschen Geschmack reinbringt. Man muss ja nicht unbedingt Zitrone reinmachen, man kann ja jedes mögliche andere Zeugs in das Wasser reinkippen, was einem schmeckt. Ist halt besser, wenn es was Frisches ist, kann es von mir aus auch ein paar Bärchen auspressen und damit reinbringen, einfach ein bisschen mischen, sich quasi eine Schorle machen. So, was war diese Mischung? 1:5, also ein Teil Saft zu 5 Teilen Wasser, so schorlemäßig wäre dann besser. So, einen kleinen Kurs. Dann habe ich hier Portion Gemüseobst, 2 Obst, 3 Gemüse und es ist auch immer generell eine Portion, hier ist halt einzuschätzen. Ist immer schwer einzuschätzen, wie viel Portion, wenn man jetzt halt einen Bären hat oder halt so Mini-Möhrchen oder was weiß ich, was sind jetzt eine Portion oder Baby-Mais, so eine Hand, so eine lockere Handvoll. Das ist euer Portionierbecher, das ist eine Portion. Generell, die Hand ist so, wird gerne als Maß genommen bei dieser Pyramide. Das ist eine Portion, also was hier so in eine Hand reinkriegt, ein Apfel, Beeren oder was weiß ich. Eine Portion, davon 2 Obst am besten und 3 Salate am Tag, also 3 Gemüse am Tag, kann als Salat, Möhrchen, Paprika,
was ihr so gerne lecker findet. Kann auch gerne miteinander gemischt sein. Das kann auch sein, wenn ihr einen Gemüsesaft, einen frisch gemachten macht, dann zählt der auch zu Gemüse dazu. Und halt ein bisschen Flüssigkeit, das ist dann halt so halbe-halbe, wenn man halt Gerichte macht, da muss man ein bisschen gucken. So Pi mal Daumen, wie gesagt, das ist eh so eine Pi mal Daumen-Sache, weil man trägt ja meistens immer nur nicht diesen einen Teil alleine, das wird ja meistens gemischt. Dann halt Kohlenhydrate, ganz, ganz wichtig, wie gesagt, Kohlenhydrate, wenn ihr tatsächlich, wie ich, auch unter Depressionen leidet, sind tatsächlich Kohlenhydrate sehr, sehr wichtig, weil die Energie dem Körper geben, also man hat mit Depressionen ja eh relativ wenig Energie und wenn man dann halt noch so Sachen macht wie Low Carb oder halt einfach wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann tut das einem noch schlechter. Also wie gesagt, wenn ihr Depressionen habt, dann Kohlenhydrate, dann ja bitte. Generell halt hat man auch hier wieder 4 Portionen und dann halt auch, was besser ist, es gibt ja Weißmehl, wo man dann halt helle Brötchen, so Weißbrot und so weiter, jetzt nicht so gut, das ist kein hochwertiges Mehl, so Vollkorn, Mehrkorn-Geschichten sind halt nahrhafter und machen tatsächlich auch mehr satt, dass man darauf mehr zugreift, wenn denn dann möglich. Und halt Kartoffel, Reis, am besten dann halt auch nicht den hochbehandelten Reis, sondern den naturbelassenen Reis. Der wäre besser, ist halt nährhafter, sind mehr Nährstoffe drin, wie jetzt den tot behandelten Reis. Ja, dann haben wir die grüne Hälfte ab, das ist so Naturprodukte, keine Ahnung, warum es grün ist. Vielleicht davon viel und gelb nicht so viel. Dann kommt nämlich die gelbe Reihe, mit der habe ich nämlich auch große Probleme, auch wenn ich gerne Milch trinke. Zählt Milch an sich jetzt nicht unbedingt da oben rein, auch wenn dann die Milchkanne steht. Es ist viel, 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 viel besser, wenn oben das Gelbe ist ja 3 Molkereierzeugnisse. Schwierig für die Laktose-Leute, die greifen auf passende Alternativen zurück, wie Hafermilch etc. oder halt -L-Gedöns. Ihr kennt euch da ein bisschen besser aus. Mit Laktose habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Und dann halt eine Portion Fleisch und Fisch. Auch hier wieder bei Milch wäre es dann das 250 Milliliter. Für den Notfall, besser wäre es tatsächlich bei Milch und Käse, bei diesen Molkereierzeugnissen oben bei den 3 Portionen, wenn man halt fermentierte Sachen, also fermentierte Milchprodukte hat, sprich Joghurt, Magerquark, Buttermilch, Eiram und sowas. Ja, das wird schwierig für mich, weil das ist eine Reihe, die Fleisch kriege ich voll, das ist jetzt nicht so das Problem, wusch auf dem Brot und fertig, weil es ist auch wieder so deine Handfläche. Je nachdem, wie groß die Scheibe ist, ist halt 1-2 Scheiben, dann ist die Handfläche voll. Und ja, Fleisch kriegt man hier doch gedeckt, weil wir sind auch sehr, sehr fleischesserische Kultur, nenne ich es jetzt mal. Mit Wurst. Wurst. Und ja, generell. Aber ich habe halt mit den Molkereiprodukten so mein Schaffen, weil das meiste mag ich jetzt nicht sonderlich gerne. Mal gucken, vielleicht finde ich ja was in Kombination. Vielleicht mische ich mir einen Quark, der ist noch besser wie Joghurt. Schnippel da ein bisschen Obst oder Nüsse oder sonst was rein. Muss ich mal schauen. Das ist so meine Baustelle. Ich muss weniger Getreide, mehr Milch oder mehr Molkereierzeugnisse. Dann haben wir den letzten, den vorletzten, haben wir dann auch zweimal Fett. Einmal normales Blockfett hieß das, glaube ich, wo dann halt Butter und Konsorten, Margarine und halt alles diese Streichfette sind. Und einmal Fett zum Verarbeiten, sprich Olivenöl, Rapsöl, so was du halt beim Kochen benutzt. Und da halt nicht eine Handvoll, hier nimmt man dann halt Esslöffel. Ich habe keinen, egal. Ihr wisst, was ein Esslöffel ist, den großen. 2 Esslöffel ist eine Portion, sowohl für die Butter als auch für das Verarbeitungsöl. So einmal feste Öle und flüssige Öle, vielleicht ist so leichter. Und ganz zum Schluss einmal ja, die leckeren Sachen, ist das sehr salzige oder süße, je nachdem wo euer Favorite ist, dass man einfach diese Heißhungerattacken nicht bekommt, weil wenn man komplett verzichtet, kann es sein, dass sich der ein oder andere kleine Heißhunger dazwischen schlängelt und man isst dann die ganze Schokoladentafel.
Also gönnt euch dann auch ein bisschen entweder die Fritten oder die Bonbons. In dem Fall sind Bonbon hier drauf. So als kleines Leckerli oben drauf, dass ihr auch den Heißhunger dann vermeidet. Und dadurch, dass man ja den Obst mit noch, wenn man den schön einplant, dann ist das ja auch süß meistens, wenn man jetzt ein paar Äpfelchen, Beeren oder so nimmt. Das hilft zumindest mir auch ein bisschen mit dem Heißhunger, weil zwischendurch kriegt man nochmal der kleine Hunger, der dazwischendurch kommt. Und dann esse ich anstatt der Schokoladchen einen Apfel und dann halt ja, am Ende vom Tag oder so gibt es ein kleines Leckerchen, gibt es ein kleines Schoki oder so. Und das dann halt auch alles in Maßen, nicht in Massen. Ja, ich habe sehr fleißig gelernt. Ich habe euch an meinem Wissen mal teilhaben lassen, was ich so gelernt habe. Jetzt gilt es daran, für mich das umzusetzen. Und ja, ist meine Hausaufgabe tatsächlich. Ich soll die nächste Woche über einfach mal mehr Quark und Joghurt und so weiter einfach ausprobieren und gucken, was mir schmeckt, was ich so essen kann. Ist auch gerade diese Eiweißprodukte. Sind auch sehr, sehr wichtig. Gerade die Frauen müssen da sehr drauf aufpassen. Weil tatsächlich, also diese Molkereierzeugnisse, weil die können tatsächlich vorbeugend für andere Probleme, die eine Frau so kriegen kann. Vielleicht kriege ich damit meine Krämpfe ein bisschen in den Griff, weil ich habe immer ganz, ganz fiese böse Krämpfe, wenn es dann einmal im Monat so weit ist, dass da die Frauentage sind. Ich weiß nicht, wie ich da, ich weiß nicht, ob man das auf YouTube so sagen kann, also wenn man, Männer können weghören, ist ja egal, die kriegt das nicht. Jeder, der da, ja, Uterus, das war das Wort, hat. Ihr könnt damit auch einige Sachen vorbeugen. Halt nicht verhindern, aber vorbeugen. In meinem Fall kann es sogar sein, wenn ich mich ein bisschen mehr darauf einschieße, dass ich halt weniger die Krämpfe kriege und halt auch später dann im Alter andere Problemchen, die man so als Frau kriegen kann, können bei einer Mangelung halt dazu fügen, dass man halt mehr Problemchen bekommt. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Generell gesunde Ernährung ist wichtig. Und jeder, der keinen Plan von Ernährung hat, das war jetzt wieder so ein grobes Wissen, was ich mir aufgeschnappt habe. Das war jetzt einfach für mich auch nur zum Revidieren, was es steht hier. Wenn ihr null Plan von Ernährung habt, sucht euch mal so einen Ernährungskurs. Das ist hilfreich, das kann schon mal viel helfen. Oder selbst wenn ihr denkt, ich weiß, was es ist, ich weiß, wie man sich ernährt, vielleicht hilft das auch mal oder so ein bisschen Ansporn zum selber kochen. Mir hat das einiges geholfen. Ich weiß jetzt, ich hatte halt nie einen Plan von Ernährung. Ich habe mich nie um Ernährung geschert, ich habe das gegessen, was halt im Kühlschrank war, was da irgendjemand mal mitgebracht hat. Aber ich stehe jetzt da und will generell einfach mal gesünder werden, weil, wie gesagt, Körper und Geist hängen zusammen. Gesunder Körper, gesunder Geist und ja, schaden kann es auf jeden Fall nicht, wenn man ein bisschen gesünder ist. Ich will jetzt hier auch keinen super Körper oder was weiß ich, oder der gesündeste Mensch der Welt sein. Ich will einfach gesünder leben, wie ich jetzt bin. Das ist nicht schwer, weil viel schlimmer geht es jetzt eigentlich, außer ich gehe jeden Tag zu Meckes oder so. Und es ist immer, vergleicht euch nicht unbedingt immer mit anderen, sondern mit euch selber und guckt, dass ihr dann einfach besser werdet, wie das, was ihr vorher wart. Also ich werde morgen ein besseres Ich sein, wie ich jetzt bin, so quasi. Mit anderen vergleichen ist immer schwierig, weil Menschen sind so krass unterschiedlich. Jeder hat andere Situationen, jeder andere Probleme. Ist schwierig. Und ist auch ein bisschen doof. Und ja, ich habe wieder über 20 Minuten gelabert, egal. Ich hoffe, ihr fandet es nicht schlimm, dass mal zwischendurch was kam, aber das hat mir jetzt so auf der Seele gebrannt. Und das ist eh sehr viel, weil ich rede immer sehr, generell sehr viel mit. Mittlerweile kriegt ihr das mit, dass ich den Fresse nicht halten kann. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche. Und spätestens Dienstag sehen wir uns wieder, wenn mir nicht irgendwie wieder was dazwischen kommt und ich das Bedürfnis habe, über irgendwas zu reden.